So. Das große Fischsterben. Ein großes Rätsel. Oh. Hat der Kakinos hier aus dem Wasser gefischt vielleicht? Könnte sein. Etwas Fisch kann ich ganz gut mitnehmen, denke ich. So. Ich muss nur auf diese... Lebt das? Blutegel achten. Die ich ja schon mal auftauche. Ich weiß nicht, ob ich das in einer Aufnahme gemacht hatte oder ganz normal. Also offscreen. Aber wenn man von einem dieser Blutegel getroffen wird, kann man sie loswerden, indem man in ein Lagerfeuer springt. Da bekommt man Feuerschaden, aber sie fallen von einem ab. So. Ich habe nur sehr wenig Raw Prime Fish Meat eigentlich. Ich müsste es kochen. Braten. Aber wie finde ich hier drin Holz? Irgendwo gab es Holz, das weiß ich noch. Irgendwie, vielleicht so. Wo habe ich hier mal Holz bekommen? Fiber? Nein. Thatch. Und Wood. Ah, gut. Irgendwann treffe ich auch Thatch und Wood. Wahrscheinlich sind das die hier. Die Stacheligen. Ja. Super. Ich brauche hier jetzt nicht so viel. Gerade genug, um ein Lagerfeuer zu machen. Und Endymion müsste die Lagerfeuer haben. So. Soll ich zwei nehmen? Eins reicht. Dann brate ich die schnell. Pack sie in den Affen. Dann isst er sie mir auch nicht weg. Oder Prime Fish Meat. Fünf Stück. Dann bereite ich schon mal den Affen vor. Mental auf den Fisch vorbereiten. So, und die Affen sollen übrigens sehr, sehr stark sein, wenn man sie auf Damage killt. Da wurden sie als Schulterkanonen bezeichnet. Nicht nur, dass sie sehr viel Schaden machen, aber... Sie verlangsamen auch noch den Gegner. Durch den Kot, den sie werfen. Access Inventory. Das dauert noch ein wenig zumindest. Ich hätte so gerne den Karkinus gezähmt. Wie bekomme ich hier eine Kanone rein? Ich glaube, also wenn... Ich bräuchte irgendetwas, das... Das eine Plattform tragen kann. Also wie ein Bronto zum Beispiel, aber ein Bronto wird dafür zu groß. Dann gibt es noch die anderen Viecher, die etwas kleiner sind. Als die Brontos. Deren Name fällt mir gerade nicht ein. Die könnten hier vielleicht reinpassen. Die gibt es auch Calicotherum oder? Nein, 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 das war was anderes. Die könnten hier vielleicht mit etwas Glück reinpassen.
müsste man testen. Access Inventory. Ja, ich hatte nicht mehr viel davon. So, ich guck mal kurz, wie hieß das? Saddle. Oder Plattform. Plattform. Das ist auch interessant, dass man auf dem Wasser bauen kann. Aber ich habe noch kein Schildfragment gefunden. Nicht eines. Paracel, genau. Paracel, so hieß er. Die Paracels. Die sind wesentlich kleiner. Eigentlich. Ich müsste halt einiges an Punkten investieren. 24 dafür. Und ich muss hier noch das andere nehmen. Paracel. Und 18 hierfür. Also etwas über 40 oder so. Ist auf jeden Fall eine Menge. Ich könnte höchstens hoffen, einen Paracel-Sattel zu finden. Wenn ich nicht meine spärlichen paar Engrampunkte dafür benutzen möchte. Und ich weiß ja noch nicht, ob ich das wirklich hinbekommen könnte. Ob ein Paracel hier rein kann. Mit seiner Plattform. Und selbst wenn, hätte man immer noch das Problem, dass man den Paracel hierher bekommen muss. Also über den Strand, man kann ihn nicht einfach aufheben. Und man weiß nicht, ob der Garkinos hier auch spawnt. Das ist erst der zweite Garkinos, den ich hier gefunden habe. Also, sie spawnen nicht oft. Scheinen alle noch... Nein, nein, es sind nicht alle da. Irgendjemand ist wohl schon hängen geblieben. Aber anscheinend in dieser Richtung. Seltsam. Sollte wirklich jemand da hinten sein? Wenn ja, fällt es mir aber früh auf. Wow, das ist gut. Ich pack das mal kurz in das Inventar. Dann habe ich 12 Kilo weniger auf der Tasche. Megalosaurus, sagt er. Aber die sehen gut aus. Die Schuhe. Wenn ich das richtig lese, müsste es vor mir sein, nicht hinter mir. Vielleicht der Kurve zum Eingang. In einem schmalen Pfad. Ich hoffe nur, ich finde ihn. Oder sie. So, für Rollred bräuchte ich Honig. Habe ich aber keinen dabei. Okay, landet mal kurz alle. Ich muss feststellen, welcher fehlt und wie. In der Richtung. In der Richtung soll noch etwas fehlen. Da bin ich immer ein Stück besorgt, weil Dinos, die zurückgeblieben sind, sind meistens isoliert von der Truppe und deshalb leichtes Ziel.
Und vor allem weiß man eben nicht, wo sie sind. Da hilft auch der Pathfinder nur beschränkt. Ich hoffe wirklich, er ist irgendwo hier draußen. Chibiusa. Ah, Chibiusa war es. Und sie ist wahrscheinlich an einem Felsen oder Baum hängen geblieben. Na, zumindest geht es ihr gut. Muss ich nicht besorgt herumrennen, um einen verschollenen Dino zu finden. Channel open. So. Sehr praktisch, dieses Gadget. Gut.